Einatmen, ausatmen. Hallo, willkommen zur neuen Folge. Ihr seht ja, ich habe momentan ein bisschen die Flügelchen angezogen. Die hatte ich ja schon mal hergestellt. Das ist diese Driverless Gear Rüstung. Und ich muss sagen, mit dem Cold Jetpack funktioniert es. Ich habe mir das wegen von Deichsel abgeschaut. Ich kann höher springen. Ich bekomme nie Fallschaden. Das ist dann eigentlich trotzdem ganz gut. Aber heute, was habe ich denn gemacht in letzter Zeit erstmal? Ja, hier, das Setup habe ich ein bisschen geändert. Von meiner Fabrik. Und zwar, das Ganze geht jetzt immer hier rein, quasi die ganzen leeren Zellen kommen hier rein. Dann füllt er mir die automatisch in den Tank und ich werde die dann immer momentan noch manuell da in die großen Stainless-Steel-Zellen reinpumpen. Ihr seht ja, momentan habe ich hier schon die 256 Diesel. Und wenn ich genug produziert habe, kommt ein großer Tank her. Und ja, dann würde ich das alles dort reinmachen. Jetzt muss ich schnell mal ein bisschen Hydrogen noch auffüllen hier. Das sind meine Zellen. So, der ist wahrscheinlich voll und pumpt auch nichts mehr weiter. Dann lege ich die da rein. Die beiden Maschinen habe ich jetzt mal abgeschalten, weil mein Steam hier langsam runtergeht. Und ich habe ein kleines Problem mit dem Strom. Vielleicht könnt ihr mir da mal weiterhelfen. Und zwar hat er jetzt 15 gemacht, ja. Und zwar stelle ich fest mit meinem Setup hier durch den Strom. Also der verbraucht immer da hinten Batterien ohne Ende. Seht ihr ja. Jetzt habe ich schon 9 rein, damit es weniger geht. Wie zeige ich euch das am Beispiel mal? Das geht ziemlich schnell runter. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich hier die beiden, ich mache nochmal 16 Stück oder 13, ist egal. Und ich habe zwar jetzt zweimal Strom dranhängen, aber allerdings gehen mir nur die Batterien hier runter. Und ich brauche eigentlich ja nur 4, soweit ich das begriffen habe mittlerweile. Und wenn ich jetzt nur die 4 benutze, das dauert jetzt ein Stück, der bleibt still, der Panel 3, 2, der geht jetzt runter, klar, weil er jetzt hier schon wieder die Batterien laden muss, wahrscheinlich, oder buffern muss. Das dauert nicht lang, da geht hier die Anzeige runter. Ja, da sieht man es jetzt schon. Und das ist auch ziemlich flott, wenn ich mir das so anschaue. Deswegen habe ich auch ehrlich gesagt den ganzen Slot voll, weil dann geht es etwas langsamer, habe ich gedacht. Ja, genau. Jetzt geht es auch etwas langsamer runter oder weniger und es wird halt auf gleichmäßig auf alle Batterien verteilt. Aber warum gehen die hier nicht runter? Obwohl die auch angeschlossen sind. Kann das vielleicht sein, dass ich. Aber hier unten steht doch, ich habe 480 EU. Maximal Incoming 256. Entweder ich habe jetzt hier mein. Ne, der ist schon richtig angeschlossen, oder? Kann ich das jetzt irgendwie sehen, wie der angeschlossen ist? Ne, ne? Da ist kein X. Wo jetzt der Ausgang ist. Facing North. Facing Nord. Doch, da steht es ja Facing Nord. Also auf jeden Fall passt es hier. Und warum der jetzt natürlich nur diesen einen hier verwendet, diesen einen, ich sag mal Stromkreis, weiß ich jetzt nicht. Weil das Ding ist hier mehr, wird nie gebraucht. Egal wie viel ich mache, ganz zum Schluss, erst wenn die leer sind, fängt er mit denen an. Ich weiß auch nicht, was falsch ist. Und hier drin habe ich dasselbe gemerkt, quasi, mir steigt innen mein Lüfter immer aus, sobald nämlich die Batterien hier leer sind. Das ganze Setup muss ich deswegen nochmal umbauen. Aber kommt alles mit der Zeit. Was ich jetzt machen will, ist, ich möchte Platinum machen. Und da brauche ich ja diese Kanthal-Teile hier aus dem Multiblock. Und das habe ich jetzt alles zusammen. Und die möchte ich jetzt mit euch craften. Die Kabel habe ich jetzt bereits durchgelassen. Da hinten, die muss ich jetzt nur noch zum Zweifachkabel machen. Also hier habe ich noch 5 Kanthal Ingots übrig und die Kabel auch. Was stimmt jetzt nicht? Achso, ich brauche die noch dazu. Okay. Normalerweise sollte ich jetzt hier dann so schön meine ganzen Kabel haben, die ich brauche.
64. Und hier meine Sachen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch was hier. Mir fehlen doch noch ein paar Kabel. Ja, 2x64 brauche ich nämlich und 192, also 3 Stacks Mika insgesamt. Und ich muss herstellen, laut Quest, 16 so Boiler. Da brauche ich also 16 mal Kupfer. Und die muss ich extrahieren. Habe ich denn hier? Nein, das ist der Fluid Canner. Den muss ich mal abbauen. Achso, hier habe ich auch noch ein Setup. Das Setup überarbeitet. Und zwar, ich habe jetzt den Muscle Raider, den Hammer von da vorne raus. Dahinter befindet sich jetzt ein bisschen versteckt mein Chemical Reactor. Hier habe ich den Muscle Raider, der pumpt mir das dann da rein in Hammer und legt mir dann alles hier ab. Das wird noch ein wenig umgebaut. Die Bending-Maschine setze ich so gut wie nie ein. Naja. Jetzt müsste ich nur mal schauen, wo ich meinen Fluid-Extraktor hin habe. Ich glaube, der war da hinten gelegen. Er war da hinten gelegen. Wo habe ich ihn denn jetzt hingelegt, Leute? Fluid-Extraktor. Aber habe ich den mit reingenommen? In Clean Room, es kann sein, warte mal. Ne, das ist der normale. Dann baue ich den schnell mal ab. Wobei ich mir sicher bin, ich habe einen zweiten irgendwo rumstehen. Dann werden wir mal Kanten machen. Und ich hoffe mal, dass ich den Ofen dann. Der ist momentan zwar noch am Brutzeln. So, 21, 22. Warten, Batterie rein und 16. Warum macht der mir das jetzt nicht? Hallo, Basic Fluid Extractor. Hallo, ich will Kupfer. Kupfer? Kupfer. Molden, Kupfer. Fluid Extractor. Macht er mal keine Barren? Dann schmeiße ich fein den Dust rein, Leute. Doch. Ach, Moment. Haha. Ich hab's gerade gelesen. Wieder mal die falsche Maschine. Autsch. Das ist ja ein LV. Ein LV. Oh, Mann. Kurz nachschauen, ob ich den HV habe. Fluidextraktor HV, genau, den brauche ich doch. Ich habe da gewusst, ich habe einen. Ich habe den letztes Mal schon angewendet, aber ja, ihr wisst schon. Einmal nach unten stellen, einmal die Batterie rein und Output. Okay, wenn nicht, wird später was. Ich bin jetzt schon verzweifelt hier. Da brauche ich auch noch eine Batterie. Die klaue ich mir hier. Aus meinem 9er Pulk. Gehen die jetzt schon runter da drüben? Ne, gehen immer noch nicht runter. Was soll's? Halb so wild. Beim letzten Mal habe ich noch versprochen, ich lese mir in Zukunft alles durch, genau. Ne? Und was mache ich jetzt? Nix mache ich. Ich halte mich nicht dran und ach naja. So schaut's gut aus. Das lasse ich jetzt in den Assembler leiten. Ich hoffe, das geht auch da rein. Und Kabel, Foil, genau. So. Und so, der braucht ja mal 8. Mal kurz ausrechnen. 8 sind. Habe ich jetzt einen Denkfehler? Ne, ich brauche 128, ne? 16 Stück. Komm, ich lasse die mal hausen. 8 mal 18, 64. Doch, passt schon. Muss alles, es passt alles. Alles ist gut. Ich lasse die jetzt mal durchmachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kann ich die dann einfach hier rausklopfen? Ja, in der Zeit, so lange wie der braucht. Ich denke mal, ich kann die dann alle rausklopfen. Vielleicht läuft ja dann auch mein Aluminium schneller durch. Das müsste ich nochmal ausprobieren. Also ist diese Materialbeschaffung, keine Ahnung.
Das ist schon immer so eine Sache hier. Und dann muss man ja so viele andere Maschinen noch machen. Zum Beispiel diesen Chemical Reactor habe ich mal durchgelesen. Der verlangt natürlich auch einiges und ich sage mal, die Chips, die kriege ich ja mittlerweile hin. 3 Stück hätte ich. Und da brauche ich auch dieses PTFE. Deswegen hatte ich mich damals auch zurückgehalten mit dem ganzen Verbraten der Items. Und doch, das geht auf. Und als nächstes würde ich dann vielleicht sogar schon das Titanium machen da. Weil, wenn ich jetzt dann. Ach so, da ist mir was Neues aufgefallen bei Space Race. Dieses Teil hier, diese NASA Workbench. Dazu brauche ich diese EV Circuit Mainframe. Die hatte ich auch noch vorbereitet. War auch wieder ein ganz schöner Kraftakt hier. Muss ich mal schauen, ob mein Raum rein genug ist. Genau. Und ich muss auch gleich nochmal nachlesen, ob das hier überhaupt mit meiner Maschine geht. Hier drin. Die Mainframe. Ob ich da diesen. Na, da brauche ich einen HV Circuit Assembler. Im Clean Room. Das heißt, die Materialien hier. Die liegen alle da. Alles vorbereitet. Aber ich brauche jetzt diesen HV Assembler. Hier drin. Und habe aber hier MV. Das heißt, ich kann den ja gar nicht benutzen und bräuchte so einen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich würde ja gerne die Batterie betreiben, ne? Erst einmal. Im Clean Room. Dazu bräuchte ich dann einen HV-Batterie. Buffer mit 1 Slot, der reicht mir nicht aus. Und 4 Slots, lass mich mal schnell da überlegen. You can use so einmal bitte Transformer and run MV Machines for decent time. Or transform it twice to LV. Wie viele Batterien brauche ich noch? Brauche ich da lange doch 4 Batterien aus? Voltage in, Voltage out, das bringt mir ja auch nichts. Doch, wenn ich den hinten anschließe, wenn ich jetzt den herstelle, den einfachen da, eine HV-Hülle habe ich, Goldkabel habe ich, eine Truhe, da wird schon eine normale Truhe auch nicht mehr. Ich stelle mir jetzt mal einen her, weil ich habe ja hier diese Batterien da noch, diese einfachen. Ich weiß halt nur jetzt nicht. Ich mache jetzt mal den hier. Vierfachkabel, HV-Hülle. HV-Maschinenhülle habe ich noch. Goldkabel könnte knapp werden. Bitte öffnen. Danke. Ne, habe ich noch welche. Da brauche ich 4x4. 1, 2, 3, 4. So. Eine Kiste. Dann baue ich mir schnell mal den Vierfach-Batteriebuffer hier. Jawohl. Nehme meine 4 Batterien, die ich habe, mit nach hinten und werde da erstmal, ist da was drin, den Massarader wegzaubern. Den kann ich jetzt schon da anschließen, ne? Ja, 512. Silberkabel, doch, das geht. Schnell mal pennen. Oder schlafen. Oder hinlegen. So. Und jetzt versuche ich mal die Batterien hier zu laden. Passiert da was? Doch, passiert was. Ah. Okay, das wird jetzt eine ganze Ecke dauern. Und dann hoffe ich, wie lang braucht denn eigentlich dieses Teil?
Habe ich das schon rausgelegt? Nee. Jetzt schaue ich mal schnell, wie lange dieses Teil hier braucht, bis es durch ist. 40 Sekunden. 80 Sekunden. Oh. Ich habe genau, welches Rezept habe ich? Dieses hier. 80 Sekunden hält es die Batterie so lange aus. Usage 480. EU. Das heißt, ein Amp. Also reicht doch eigentlich eine Batterie, oder? Soll ich da mal nachfragen? Eine Batterie macht. Ich drehe durch. Das, wenn man kaputt geht jetzt da hinten, ne? Ich brauche 480 EU-Tick. Ich check das nicht. Was schreibt denn der mir hier hin? Der hat Use 480 EU. Wenn ich da jetzt, der ist ja momentan nicht im Betrieb, dann kann ich ja mal das hier trennen. Schreibt immer noch 480 EU. Maximale Energie, die reinkommt. 256, wenn ich das jetzt noch trenne. Hat sich nichts geändert, ne? Okay. Jetzt bin ich wieder ein bisschen überfragt, hier ehrlich gesagt. Ich muss jetzt den irgendwie da reinbringen und die Hedge, wenn ich anschließe, die Hedge, die kann ich dann. Ich baue mal erst die Hedge, glaube ich. Aber dann muss ich ja alles austauschen im Clean Room, ne? Wo ist meine Hedge? Das brauche ich ja sowieso für Coolant Cells. Ach, warum die brauche ich doch sowieso in dem Rezept, oder? Nee. Wie schließe ich denn die Maschine jetzt an? Und der braucht wieder einen Clean Room. Wenn ich jetzt. Der fliegt mir wieder alles in die Luft. Oder ich baue mal einen zweiten Clean Room. Ich mache es jetzt mal so. Ich lade die mal auf. Und werde dann mit einem anderen Chip das mal ausprobieren. Ob das läuft, so wie ich mir das vorstelle. Am liebsten würde ich ja das System hier verwenden. Ich nehme meinen. Autsch. Ja, jetzt muss ich schon mal hier aufhören. Ja, das zieht sich jetzt noch ein bisschen hin, glaub ich. Ja, das zieht sich jetzt noch ein bisschen hin. Jetzt muss ich mal schauen. Medium. 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 So, dass ich wieder mal keinen Fehler mache. Die muss ich erst aufladen komplett. In der Zeit baue ich mal meine Coils. Da hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Mit dem Clean Room habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Egal, ich baue jetzt erstmal hier da weiter. 16 Stück, es ging genau auf. So, Quest complete. Ich schaue mal schnell mal die geschwind. Ah, jetzt kann ich die freischalten, schaut. Just hier und Glowstone. 64 Silikon, 8 Glowstone und Stickstoff. Braucht 2410 Minuten. Okay, pass mal auf. Als allererstes würde ich gerne mal das nicht machen, sondern die Kabel trennen. So. Man heißt ja immer, erst alles vom Strom trennen.
So, dann würde ich jetzt mal euch ersetzen wollen. Meine mühsam erarbeiteten Kois 15, 16, so. Die Farbe ist auf jeden Fall schon viel besser wie die anderen da jetzt. So. Und jetzt bekommst du auch wieder Strom. So. Und als allererstes, was zeigt er mir jetzt an? Hitze 2800, jawohl. Okay. Dann würde ich mal direkt zu meinen Nuggets kommen. Ich brauche insgesamt 18 Stück. Das heißt, ich brauche 3 für 2. Dann brauche ich. Ich schaue mal, wie lang das geht. 1, 2, 3. Ach, ich habe gar nicht geschaut, ob der noch einen Chip braucht. Na komm. So, den 1er braucht er. 3 Stück ergeben 2. So rum. Das sind jetzt 2. Wie lange braucht ihr jetzt dann von der Zeit her? Oder muss ich dich jetzt wieder anstoßen? Wahrscheinlich schon, ne, weil ich ja die Maschine abgebaut habe. Braucht 15 Sekunden bloß. Oho, Store Energy. Zieht ja so viel Saft. Oder wie soll ich das jetzt verstehen hier? Oh, ist mein Aluminium noch drin. Also pass auf. Ach so, warte mal, ich brauche jede Menge. Ich lege jetzt mal nicht so viel rein, einmal 30. Das sollte eigentlich hinhauen. Ach so, ich brauche immer 9 Stück, um einen Barren zu machen, ne? Der macht 2800. Eigentlich steht drauf 2700. Maximale Energie HV. Ja gut, da warte ich jetzt ab, bis die 18 voll sind. Das geht alles so richtig schön schnell nach unten. Da werde ich wahrscheinlich die 30 gar nicht schaffen, die drin sind. Ja, ich reduziere das mal ein bisschen. Ich traue mir immer selber nicht. So, da haben wir schon mal 6. Das läuft. Und dann könnte ich ja theoretisch das hier gleich mitmachen da. 4x Silikon, 8x Glowstone. Aber 600 Sekunden ist schon heftig. Das reicht mir hinten meine Energie wahrscheinlich nicht aus. Ach so, das habe ich noch gemacht. Haha. Habe ich euch das beim letzten Mal schon gezeigt? Nee, ne? Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Ist ja egal. Mache ich nochmal. Ich habe hier hinten oben nochmal kräftig aufgebaut mit Boilern. Hier drüben hatte ich einen Fehler gemacht. Das sind immer 3 Stück explodiert, weil ich hatte vergessen, dass die sich ziemlich schnell aufladen und dann hat es bumm gemacht. Naja. Aber da habe ich mich nicht so geärgert wie jetzt da mit den LV-Maschinen, muss ich sagen. Ja, 12. Ja, komm, mach noch. Hau rein, Junge. Ja, es hält sich in Grenzen, oder? Können ja nicht gleich durchziehen, würde ich mal sagen. Ach so, übrigens, ich habe hier hinten diese Valve-Pumpe oder wie die heißt, angebracht. Ehrlich gesagt, ich kann jetzt keinen, da diese, da unten steht's, nee, warte mal. Diese Steam-Valve, die steht auf Export. Ich weiß gar nicht, ob der mir das jetzt richtig was bringt oder nicht. Weil die 19.200, seht ihr, das bläst er trotzdem immer so langsam durch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding so richtig eingesetzt wurde. Ich lasse es halt mal da unten dran. Ich kann ja nichts, kann ja nichts passieren. Wisst ihr was, dann mache ich mal noch gleich ein paar mehr. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine 18 gleich zusammen in ungefähr 30 Sekunden. Genau, dann werde ich das trotzdem hier machen.
Ich glaube, ich gar keinen Glowstone-Staub. Dann muss ich mal in Nether. Wie viel habe ich da noch drin? Oh, null. Autsch. Habe ich denn Glowstone-Lampen irgendwo? Nee, habe ich eigentlich auch noch nicht gemacht, ne? Oh, das ist übel. Das können wir alles sortieren. Ach doch, hier. Wie viel habe ich denn da? Glowstone? Einen. Haha, lustig. Kann ich den zu Staub? Kann ich den durch den Mother Raider jagen? Aber da kriege ich auch höchstens 4 raus, oder? Ich probiere es einfach mal, was er macht. Was rauskommt. Ansonsten glaube ich, konnte ich ja noch aus Redstone. Oh, 4 Stück nur. Ich muss so schnell mal schauen. Ich glaube, aus irgendeinem Material habe ich Glowstone rausbekommen. Closed down. Was sind das für Blume da? Glowflower. Distillerie. Extractor aus Leuchtpilzen. Okay. Arc Furnace. Ne, die Platten habe ich da, aber die will ich eigentlich nicht kaputt machen. Und Zentrif aus Redstone. IU, Stone Dust. Redstone, da kriege ich 2 Stück raus. Die MV? Ne, das mache ich jetzt dann glatt mal. Redstone habe ich übrig ohne Ende. Schnell mal waschen das Zeug. Zack. Und in die richtige Zentrifuge legen. So und so. Und das Ganze mal aktivieren, weil die habe ich ausgeschaltet zurzeit. Da mein Steam so recht wenig ist. Wie schnell geht es? Oder macht man jetzt das hier? Das soll aus Redstone machen. Dann schließe ich mal den Output. Weil der macht das hier. Der macht mir das gar nicht jetzt in meinem MV. Was lege ich denn da mal rein? Was er nicht zerstören kann? Silikon. Was 10 Redstone hat er jetzt? Was hat er jetzt gemacht? Ich habe da jetzt den Output geschlossen. War jetzt gestanden 10 Redstone? Ein Redstone MV 15 Sekunden. Irgendwas scheint da nicht zu passen, egal. Ich hole mir jetzt erstmal mein Nugget Gar raus. Dann habe ich meine 18 Teile hier im Platinum. Würde bekommen. Naja. Und dann schaue ich mir das mal an. Ach komm. Die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich meine, Capacitor Transistor habe ich aber hier bekommen. Aha. Das ist aber billig, ne? Wobei Galliumarsenide, das ist auch so ein Spezialteil. Gallium und Arsenik. Ah, wo kriege ich denn das wieder her? Gallium habe ich da. Bekam ich aus. Das muss ich mal aufschreiben. Vanadium. Titanstone. Wo habe ich denn das Gallium her? Aus Zink. Mist. Was ist denn da unten jetzt noch hier? Noch eins. Nichrom. 3600. Nichrom war ja. Ne, die habe ich jetzt nicht. Ja, und nun? Wie geht's nun weiter? Ich würde ja gern Glowstone haben wollen.
Was macht denn der? Wo schiebt denn der das hin? In den Trichter ist nichts. Und hier sehe ich keinen Glowstone. Und mein Output ist doch deaktiviert. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und 15 Sekunden sind eigentlich schon lange herum. Komm, mach mal. Los. Ich bin ja ganz bescheuert, oder? Glowstone-Staub. Zentrifuge. Oder ist das kein. Ach, das ist IO-Glowstone-Staub. Wo kriege ich denn das wieder her? Ah, das ist blöd. Na Leute, wisst ihr was? Dann gehe ich in Nether jetzt hier. Ich gehe mal jetzt in Nether-Bar. Sachen klopfen hier. Weg. 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 Heute nehme ich mit. Weg, 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 weg. Und die Batterie lade ich da hinten schnell noch. Ach, wenn man das immer richtig liest, das ärgert mich gerade schon wieder. So. Ich glaube, ich mache erstmal nur eine Batterie voll. Und die anderen, die lege ich vorne rein. Dann würde ich sagen, da es mal wieder sehr unproduktiv ist, sind 31 Minuten rum. Schon wieder, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt die Folge hier einfach mal beende. Das ist, was quasi sagt, es ist nicht viel passiert. Ist ja auch nicht viel passiert. Und ja, so mache ich das jetzt auch mal. Ich beende jetzt hier mal, oh, mein Helm ist weg. Und würde sagen, beim nächsten Mal werde ich dann schauen, was ich machen muss. Ich muss mir mal überlegen, wie ich das HV da hinten in den Clean Room reinbringe. Oder aber ich vergrößere meinen Clean Room. Aber der ist, geht ja nur, den kann man nur auf einer bestimmten Art und Weise verbreitern, oder? 3 mal 4 mal 3. Und wie teuer waren die? Black Steel Frame. Oh ja. Die waren teuer. Black Steel war das hier. Da brauche ich Black Bronchial. Da muss ich hier, hier, hier. Nee. Mache ich nicht. Ich überlege, was ich mache. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann wieder. Ciao.